Hallo, ich bin Stefan, Mathe-Prof hier in Augsburg. Caro, Wolfgang und ich erklären euch in diesem Video, warum Data Science studieren in Augsburg eine tolle Sache ist. Hallo zusammen, mein Name ist Wolfgang Bischoff. Ich bin Professor für Data Analytics an der Hochschule Augsburg. Ich bin Caro und habe seit 4 Jahren eine Mathe-Professur an der Hochschule Augsburg. Wir drei sind natürlich nicht die Einzigen im Fakultätsteam Data Science. Zum Aufbau des Studiengangs werden wir außerdem noch mindestens 2 weitere Data Science Expertinnen und Experten berufen. Was muss ich denn für schulische Voraussetzungen mitbringen, um Data Science studieren zu können? Hast du dein Abi in den letzten 2 Jahren gemacht? Und hattest du in Mathe einen 2er oder einen 1er? Dann bist du bestens gerüstet. Andernfalls empfehlen wir dir den Online-Mathe-Brückenkurs OMB Plus und als Ergänzung unseren Präsenz-Mathe-Brückenkurs. Der Präsenzkurs findet im September, kurz vor dem Wintersemester, statt. Ist das Beste an Augsburg der Zug nach München? Nee, Augsburg war schon Weltstadt, als München noch gar nicht gegründet war und hat deswegen eine viel spannendere Historie. Außerdem hat Augsburg eine herrliche Altstadt. Und einen Rathausplatz, der schöner und größer ist als der Münchner Marienplatz. Und einen Fußballverein, bei dem nicht Geld, sondern Leidenschaft regiert. Und wenn du dich mal unbedingt mit tausenden Touristen eng an eng durch Shopping-Malls drängen magst, dann kannst du immer noch den Zug nach München nehmen. Bin ich fürs Data Science Studium geeignet? Du bist fürs Data Science Studium geeignet, wenn du dich nicht zufrieden gibst mit: Das war schon immer so, das wird schon funktionieren. Du willst hinter die Kulissen blicken und gibst dich gleich auf, wenn mal was nicht so läuft. Genau wie der da. Wenn du willst, kannst du in einem von uns entwickelten Online-Selbsttest herausfinden, ob deine und unsere Erwartungen übereinstimmen. Was sind deine Lieblingsplätze in Augsburg? Mein absoluter Lieblingsplatz ist die Kahnfahrt am Oblater Wall. Da kannst du dir ein Boot mieten und mit deiner Freundin oder deinem Freund die Zeit in romantischer Umgebung genießen. Im Hofgarten kann man ganz zentral und prima entspannen. Außerdem liebe ich es, im 7-Tischwald joggen zu gehen und anschließend im Parkhäusel ein Weizen zu trinken. Muss man programmieren können? Nein. Das lernst du bei uns im Studium. Einerseits Sprachen, die speziell für die Datenanalyse geeignet sind, wie R oder Python, aber auch die populärste objektorientierte Programmiersprache Java. Grantelsepp fragt uns, ob alle Augsburger mürrische Nörgler und Grantler sind. Ja, wurscht. Wenn du jetzt vom Bärerkeller mit dem 21 und dann mit der Eulenserstraßebahn nach Geggingen ausfahrst und der Leid zuhörst. Wie die drüber grantler, dass der Zwetschgendatschi beim Lurgensland schon Wittergläuner geworden ist. Na glaub schon, dass der Augsburger ein rechter Grantler ist. In Wahrheit ist der Augsburger ein gemütlicher, angenehmer und freundlicher Mensch. Gibt's für Data Science einen NC? Nee, irgendeine Hochschulzugangsberechtigung reicht. Zu den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen der Hochschule Augsburg gibt es einen Link in der Beschreibung. Wichtig ist noch, dass das Studium immer nur zum Wintersemester, also im Oktober, startet. Ich habe kein Geld fürs Studium. Gibt es jemand, der mir das Studium finanziert? Wir arbeiten daran und schwebt ein duales Studium in 2 Ausprägungen vor. Einmal das sogenannte ausbildungsintegrierte Studium. Da machst du neben deinem Data Science Studium eine Ausbildung bei einer Partnerfirma. Oder das Studium mit vertiefter Praxis, bei dem du in den Semester und im Praxissemester bei einem Partnerunternehmen arbeitest. Darf ich auf Partys erzählen, dass ich Data Science studiere? Wenn du mit Luisa und Felix auf der Fridays for Future Party bist, erzählst du, dass Data Science die Geheimwaffe der Mathematiker ist, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wenn du vom BWL Justus eingeladen wirst, erzählst du an der schicken Lounge in der Maxstraße, dass Data Science extreme Managementrelevanz besitzt. Auf der Begriffe-Bingo-Party erzählst du, dass du KI und maschinelles Lernen studierst und das autonome Fahren voranbringst. Gretchen stellt uns natürlich die entscheidende Frage: Würdet ihr euren Kindern auch das Data Science Studium an der Hochschule Augsburg empfehlen? Und na klar! Ja! Der Geheimtipp an unsere Kinder lautet: Macht euren Bachelor in Data Science an einer Hochschule. Dort werden euch die Grundlagen in kleinen Gruppen, in familiärer Atmosphäre mit guter Didaktik erklärt. Und geht direkt danach mit einem super Gehalt in ein Unternehmen und bewegt dort etwas. Oder ihr setzt dann noch einen Master an einer Uni und dann vielleicht noch eine Doktorarbeit an einem Forschungsinstitut obendrauf, falls ihr Geschmack an der Wissenschaft gefunden habt.